Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kenshi. In der letzten Folge haben wir die Vermutung gehabt, dass uns die Leute abgezogen haben. Wir sind hier gerade mit dem Raxamus zurück auf dem Weg in unser Dorf und schauen mal, ob dort ein Big Fight stattfindet. Dann, wir haben ja letztes Mal hier so ein paar Leute gleich angeheuert gehabt, die auf dem Vorhof standen. Hier, glaube ich, stehen immer noch Leute. Ich sehe es gerade aber nicht wirklich. Ruka ist hinten am Babbeln, hoffe ich mal. Dass sie da voll drauf fährt jetzt. Ja, genau. Und Raxamus muss jetzt mal da runter gehen. Komm, beweg dich mal. Ich muss jetzt auch überlegen, wie wir mit Kenshi weitermachen, weil es ist zwar voll spannend, aber es ist halt ewig langwierig. Und es ist jetzt nichts dagegen zu sagen, dass man sagt, jo, ich mag nicht länger das Let's Play führen. Will ich schon. Auf jeden Fall. Aber es, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist eher langweilig zum Zuschauen. Könnt ihr mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und auch und wenn... leckt das Zeug immer noch. Hallo, Spiel. Könnt ihr auch mal in die Comment-Section schreiben, was ihr denkt, ist das Spiel geeignet für ein Let's Play oder eher weniger? Also rein logisch dürfte jetzt da keiner mehr drin sein. Ansonsten ist Raxamus gleich da. Dann ist da eine kleine Kloßbrühe. Okay. Ah! Wo sind die Wärter, die ich angeheuert habe? Komm. Den nehmen wir jetzt mit hoch in die City. Komm. Wo sind eigentlich unsere angeheuerten Hyopais? Sind es die? Die da auf die City zulaufen? Ich hoffe es doch mal. Oder sind es die? Obwohl, die schauen mir eher weniger nach Hyopais aus, die, helft mir mal! Irgendwer! Das gibt's doch gar nicht, ey! Du nimm mich einfach wieder vollkommen außer Acht. Wo ist denn der Hyopai jetzt hin? Es lädt wieder und es leckt. Ach, da ist er. Man hat ihn bloß im Schatten nicht gesehen. Mal nach da hoch und ab in die City. Lauf, Raxamus. Wie von den Uruks verfolgt wurde der Hobbit. Rein da. Ich versteck mich. Oh, jetzt kommt der Erste. Jetzt gibt's auf Maul. Dankeschön. Der hat hoffentlich auch dementsprechend... Ja, der hat eine Waffe. Wie schön, der hat echt eine Waffe und eine Kopfbedeckung. Und Stiefel hat er auch. Easy. Und wie viel ist das wert? Wert 2000. Wenn es jetzt echt so viel wert ist, dann haben wir richtig viel Kohle. Jo moin, ich habe davon was geplündert, ne? Also ich habe da sowas gefunden. Zeig mir, was du da hast, Junge. Wie krieg ich dafür? Ich weiß nicht, wie viel es war. Aber das bringt on. Ja, das hat doch gut gebracht. Können wir eigentlich die Eisenplatten gleich mitnehmen? Wie viel? Mal kurz Pause. Wie viel brauchen wir denn eigentlich für Bergbau? Den Steinverarbeiter, weil den werden wir sicher für die Mauer noch brauchen. 6 Eisenplatten. Okay. Zeig mir deine Waren. Eisenplatten brauchen wir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und mit dem restlichen Geld können wir noch ein bisschen Mauerteile kaufen. Jawohl. Wenn wir das Glück haben, kriegen wir noch einen. Dann können wir nochmal... Oh, schön. Er wurde ja auch wieder beliefert. Das ist halt genial. Ist ja so, als dass wir wirklich wieder eine Lieferung erhalten haben.
machen die Hyopies da unten? Also da mehrere Leute um unsere City rumwandern. Was ich interessant finde. Wir haben jetzt aktuell noch 100. Wir haben im Inventar von ihm 5-mal Baumaterial. Das ist doch schon mal was. Dann können wir hier hinten die Mauer ein bisschen zubauen. Und noch 6 Eisenplatten halt für die Verarbeiter. Bedeutet, wir können uns selbstständig machen in dem Bereich. Essensmäßig sind wir noch nicht so ganz selbstständig, aber das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Oder wir lassen uns halt wirklich dauernd beliefern. Solange wir aber langsam mal in Richtung der Selbstständigkeit kommen. Alter, da laufen echt viele Hyopies da um uns herum. Die sind grün, das heißt meistens eigentlich Gutes, oder? Technologiejäger, Google. Ziel patrouilliert statt... Ah, das sind unsere Hyopies, cool. Also sind jetzt wirklich, wie es ausschaut, alles unsere Wächter. Ja, nice, und für die habe ich 2000 gezahlt. Scheiße, ich habe eiskalt 2000 für die ganzen Hyopies ausgegeben. Aber es ist cool, die ganze Stadt wird umringt von Soldaten. Müssen wir nur schauen, dass wir den Innenbereich wieder frei kriegen, weil da sind ja immerhin unsere Sachen drin. Wir schauen einmal schnell zu Ruka. Aber Raxumus läuft noch. Wie geht's der Ruka? Hey, moin Ruka. Wie läuft's bei dir? Du hast schon 2 von dem hier. Perfekt. Dir doch 2 Waffen, was auch natürlich schon geil ist. Aber Ruka kann hier währenddessen weitersammeln. Währenddessen wir endlich eine richtige Waffe sogar haben, ne? Das ist ja schon mal echt viel wert. Laufen wir bis vor die Haustür, weil dann sollten die hoffentlich rauskommen. Waffe 2. Das ist ja eigentlich eh nichts wert. Verkaufswert 49, das hat einen Verkauf von 400. Der Helm 300. Holla. Aber mit 5 kommen wir halt noch ein bisschen weiter, ne? Und brauchen nicht unbedingt Tonnen... Oh, das ist böse, das ist böse, das ist böse, das ist böse, das ist böse. Wächter! Was ist denn jetzt los? Was geht hier ab? Sind das Freunde? Oder? Kommt raus, ihr Häuser. Oh, oh. Oh, scheiße. Ruka. Also die Leute kämpfen auf jeden Fall tapfer für uns. Ruka, du sollst dich um Hyopai kümmern, unseren Hyopai kümmern. Das wäre schlauer, als wenn du dich jetzt um Kupfer kümmerst. Du musst jetzt schnell verkaufen und dir Verbandszeug holen, okay? Du musst schnell da vorne in die City rein. Er liegt im Sterben. Aber unsere Hyopais sind gut, glaube ich. Haben wir nur so wenig Kämpfer? Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir das irgendwie hinkriegen. Ich habe für die 2000 bezahlt. Vor allem, jetzt ist der nächste also wie viele Angriffe wir haben. Wir müssen uns richtig etablieren noch. Ruka, bitte beeil dich. Wir hätten die größere Truppe vielleicht anheuern sollen. Die hier. Die schaut so aus, als ob sie was drauf hätte. Moin, Werner. Ich würde gern das verkaufen, das verkaufen und das verkaufen und hätte gern ein Verbandszeug. Als ob der kein Verbandszeug jetzt hat, oder was? Leute! Das finde ich jetzt aber uncool, wenn wir kein Verbandszeug haben. Mein Lieblingskunde, kannst mich mal. Boah, Verbandszeug, hast du das? Jo, passt, nehmen wir gleich 2 mit. Safe ist safe gerade. Jetzt läufst du ganz schnell runter zum Raxumus. Bitte, ganz, ganz schnell. Werde ich geheilt? Yo! Das Blutbad ist vorbei, Leute! Kann
Kannst du später beweisen, also noch 70 Sekunden bewusstlos, okay. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Kampf abgewehrt. Was? Oha. Ruka. Jetzt komm, gib Gas. Du sagst, du musst am Ende noch schneller wach wie du. Vor allem können wir da vorne noch einmal gescheit looten. Wir können die ganzen nochmal durchschauen. Haben die sicher, die haben ja Armbrüste bei Schwert und alles. Das bringt Kohle ohne Ende. Man sieht ja, wie die... Alter, was ging? Das war nicht nur ein Kampf. Das war ein Kampf auf Leben und Tod. Kann ich Ruka dann hoch und runter schicken, während Raxa muss... Ruka, schaffen wir es jetzt auch mal? Müssen wir die noch heilen? Der ist, glaube ich, er wurde richtig schön geheilt, auf jeden Fall. Das war jetzt heftig. Erholungskoma. Ah, okay, das ist jetzt... Oh. Bolzen. Ohohohohoho. Wir nehmen das jetzt mal als Hauptwaffe. Und nehmen das jetzt mal so mit. Das ist ein Waldläufer am Brust. Er hat einen Wert von... Verkaufswert von 500. Kopfbedeckung hat er. Er hat auch eine Rüstung an. Warte mal. Wie viel Verkaufswert? Die nehmen wir mit auf jeden Fall. Damit kann man sich neue Leute ins Team holen. Achso, warte mal. Ruka schaut jetzt geil aus. Der hat eine gute Waffe dabei auf jeden Fall. Auch nochmal so ein Rüstungsteil. Ja, jetzt haben wir Platzprobleme. Warte mal. Nee, nee, das kommt in seinen Körper rein. Also, wir tun's mal da verstecken. Ruka, lauf mal hoch. Weil das ist jetzt... Geldeinnahmen hier. Damit können wir uns jetzt richtig geil dann versorgen und der... Raxamus, kannst du bitte aus deinem Erholungskoma aufstehen? Vorteil ist, wir haben halt echt noch morgen auch noch die Waffen. Ist wieder ein Feind. Leute, ihr werdet schon wieder angegriffen. Was ist das für eine Bande? Problem ist halt, dass Axiomus pennt, ne? Das ist ja echt das Problem gerade. Irgendwas wurde mir hier gerade rot angezeigt. Das hat mir gerade gar nicht getaugt. Wenn was rot ist, dann heißt es nie was Gutes. Alter, was? Nein, ah! Wir sind hier nicht erwünscht. Warum sind wir hier nicht erwünscht? Was? Habe ich außersehen von Angehörigen... Oh, jetzt werde ich mitgenommen. Na toll, ich weiß ja, wie das ist, wenn man mitgenommen... Ich werde vor die Haustür geschmissen. Ruka liegt im Sterben und hat das ganze Zeug und er hat ein Erholungskoma. Was soll denn das? Wo sind meine Unterstützer? Ich habe den 2000 gegeben. Aber warum sind die asozial zum... Also, warum mögen die mich nicht mehr? Technologiejäger. Ich habe denen noch gar nichts getan, oder? Oder habe ich von denen was ausgesehen im Inventar, was von den Technologiejägern kommt? Ich habe... Das sind gestohlene Sachen von Staubbandit. Gestohlen? Habe ich zu viele gestohlene Sachen? Aber hier steht gestohlen von Gurgle. Ist das einer von den deren Leuten oder so? Leute, ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach da im Sterben liegen lassen.
Also ich habe jetzt zwei Hyopies, die tot rumliegen halb. Der eine liegt ja wenigstens einigermaßen sicher. Weil ich da ein komplettes Heer außen rumlaufen habe, was mein Gebiet sichert. Wiederum Ruka liegt nicht sehr gut. Aber was hat sie denn? Ich weiß gar nicht, was da los ist eigentlich. Also wieso und warum und hä? Da kommt wieder eine Truppe dahergelaufen. Was soll das denn jetzt schon wieder? Check Provik. Kriegs... Oh. Oh. Aber Leute, was die hier wollen, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und die nächste Folge könnte die Entscheidung sein, was passiert in Zukunft oder nicht. Also, bis dann. Ciao.